So, hallo und herzlich willkommen, wie immer, auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, wo bist denn du jetzt hier reingeraten? Ich bin der Patrick, wenn du neu dabei bist, schön, dass du hierher gefunden hast. Für alle die, die mich schon kennen, wissen, was die Spiegellegung Liebe ist. Und zwar ist das eine ganz besondere Legung, wo man einfach mal schauen kann, wie verhält sich denn das im Kopf, im Herz und in den Tendenzen in Bezug auf deinen Wunschpartner? Sehr interessant und es geht auch schon gleich los. So, meine Lieben, ja, ich bin bereit, seid ihr auch bereit an diesem heißen Tag? Ich bin ja gerade von der Arbeit raus. Habe mir gleich die Klimaanlage eingeschalten, auf dass ich wieder Halsweh kriege. Aber anders hält man es ja gar nicht aus heute. Na, jetzt habe ich dann ja mein Video, nachher eine Kursstunde, zwei Readings und dann geht's für mich ab auf die Ranch. Vielleicht mache ich da mal wieder ein schönes Video für euch, na, dass man mal wieder was von den Tierchen sieht, wie die in der Hitze so unterwegs sind. Na, aber gut, da schauen wir einfach mal. Ich erinnere nochmals. Am Sonntag ist ja wieder eine Auslosung, das heißt im Mitgliederbereich verlose ich ja dann wieder ein Reading, Angel Readings, Tassen und so weiter. Also wer noch nicht im Mitgliederbereich ist, gerne dazukommen. Ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Und das große Deck für die kommende Woche gibt es ja dann auch noch, wo wir da mal schauen, welche Energien haben wir denn so für die kommende Woche. Also jede Menge los im Mitgliederbereich. Wenn du möchtest, komm gerne dazu. Ich verschone dich auch mit dem Trommelwirbel. Ne? Das haben wir jetzt ja abgestellt. So, da wollen wir doch jetzt hier mal schauen. Hier ist die Dame der Schöpfung. Jetzt machen wir noch ein bisschen Dekoration hin. Dekoration, ne? Dekoration, muy importante. So, und dann wollen wir mal schauen, wenn einer nicht weiß, was die Spiegellegung ist. Ja, das ist eigentlich mein Top, mein Bestseller, mein meistgebuchtes Reading für persönliche Legungen, weil man da eben einfach sehen kann, ja, wo hakt's denn? Ja, wenn es mit dem Wunschpartner nicht vorangeht, wenn, ja, wenn der so ein bisschen eingeschlafen ist, wenn er sich vielleicht zurückgezogen hat, ja, dann kann man da mal sehr gut reinschauen, was denkst du, was denkt er, was fühlst du, was fühlt er und wie sind denn da eure Tendenzen, die ihr miteinander habt. Von daher ist das mal sehr, sehr spannend. Wir werden jetzt gleich mal anfangen und erstmal eine Hauptenergie mischen, die für dich ist, was deinen Wunschpartner angeht. Die Hauptenergie ist immer so ein bisschen übergreifend über das ganze Deck zu sehen, worum es denn da gerade so geht. Ah, das waren jetzt zwei. So, wir gucken mal, was wir da haben. Okay, also bei dir das Haus. Natürlich eine Karte, da geht es um Stabilität und Halt im Leben. Na, also ich sehe schon, dir geht es hier irgendwie um Festigkeit, um Stabilität, um Halt, um Sicherheit vor allem auch, dass man sagen kann, ja, diese Partnerschaft, die geht jetzt hier in die richtige Richtung. Ja, so soll es auch sein. Du wünschst dir etwas Festes, etwas Verlässliches, etwas mit einem Fundament, einer Basis auf jeden Fall mal im Leben, wo du sagst, ich bin jetzt hier irgendwie angekommen, ich kann mich fallen lassen, mir geht's gut, ich bin im Vertrauen. Na, also das ist schon mal das, was man bei dir hier so sehen kann. Da geht es dir schon um eine feste Beziehung. Na? Ja, jetzt schauen wir mal beim guten Mann rein. Was ist denn hier so ein bisschen zu sehen? Ich bin mal gespannt. Ja, die gute Spiegellegung. Eigentlich ein schönes Orakel. Das waren jetzt wieder zwei, aber jetzt brauchen wir wirklich nur eine Karte. Und da ist sie auch schon. Was sieht man denn bei dem guten Mann so? Oh, die Blumen. Ja, auch eine schöne Karte, was euch beide betrifft. Da geht es natürlich um Aufmerksamkeit, um Komplimente, um Wertschätzung, um Harmonie. Da geht es um die Selbstliebe. Also auch hier eine wunderschöne Karte. Ich muss nur mal gucken, ob ich das dann irgendwie so hinkriege, dass man mich noch sehen kann. Na? Okay, also da haben wir schon mal zwei schöne Hauptenergien für euch. Passt ja eigentlich, ne? Selbstliebe, Harmonie, Wachstum, eine Basis, ein Fundament. Also die Hauptenergien sind ja schon mal ganz gut. Und da schauen wir natürlich jetzt als nächstes mal rein. Was geht denn bei dir in der Gedankenebene gerade so vor sich, was den Wunschpartner angeht?
Also als erstes ist jetzt hier mal der Kompass gefallen. Das ist natürlich sehr schön, wenn man jetzt sagt, wie schaut es denn bei dir im Kopf aus? Und da ist der Kompass. Das heißt also, ja, du denkst schon auf dem richtigen Weg, was deinen Wunschpartner angeht. Na, haben wir ja hier draußen gesehen. Du möchtest eine Basis, ein Fundament, etwas Festes haben. Du bist jetzt keine Frau, ja, die sich mal hier und da durch die Männerwelt probiert. Du hast dich da schon relativ festgelegt an der Stelle. Denn der Kompass, der zeigt einem schon auch immer den richtigen Weg an. Okay, begleitet von gewissen Zweifeln. Na ja, da geht es ja jetzt schon los. Also die Routen, das ist ja so eine Karte für, wenn man nicht so ganz sicher ist. Zweifel, ja, auch Diskussionen, Streit. Aber hier sehe ich schon mal, du hast eigentlich den richtigen Weg im Kopf, was den Wunschpartner angeht. Aber irgendwas bringt dich jetzt hier ins Zweifel. Ja, ist es vielleicht seine Zögerlichkeit? Ist es vielleicht ein Rückzug von ihm? Ist es vielleicht die Tatsache, dass hier einfach irgendwie nicht wirklich was geht? Na, da zieht sich was, da hört man nichts, da kriegt man vielleicht, ja, nur mal eine halbherzige Nachricht, ja. Irgendwas bringt dich hier auf jeden Fall ins Zweifeln. Aber den Kompass hast du ja zumindest schon mal im Kopf. Na? So, na gut, wir schauen auf jeden Fall mal weiter. Was haben wir denn als dritte Karte bei dir in der Kopfebene? Okay. Ja. Die Sense, die drückt jetzt da so rein, also die zeigt jetzt nicht direkt da drauf, aber du hättest schon gerne, dass dieser Zweifel ein bisschen zu Ende geht, ne? Also die Sense ist ja, wenn die Spitze drauf zeigt, Gefahr, gefährlich. Hier drückt jetzt die Sichel drauf. Das heißt also, du möchtest schon gerne, dass das mal aufhört. Also wenn ich deine Kopfenergie so anschaue, du willst schon los, du willst in die richtige Richtung, du bist absolut bereit für eine anständige Beziehung. Aber du hast auch im Kopf so gewisse Zweifel und irgendwie, ja, witterst du vielleicht auch schon so ein bisschen die Gefahr, dass das in die Hose gehen könnte. Und woran das liegt, ja, das wollen wir jetzt mal schauen. Vielleicht kriegen wir jetzt hier bei ihm in der Kopfebene schon Aufschluss, was das angeht. Schauen wir mal. So, aha, also gut, bei ihm auch die erste Karte, das Haus. Da geht es ja natürlich auch darum, wie hier außen auch schon, um den Halt, die Festigkeit, die Stabilität. Na, also auch er hat im Kopf so ein bisschen den Gedanken, dass man da eine feste Basis errichten könnte mit dir. Na, es geht ja um euch beide. Und der, ja, da mischen wir doch gleich mal weiter. Jetzt schauen wir mal die nächste Karte an. Also bis jetzt schaut es ja bei ihm gar nicht mal so verkehrt aus. Ich weiß jetzt noch nicht, woher bei dir deine Zweifel kommen. Das Kind, also sofern hier kein Kind im Spiel ist, ist das natürlich auch so eine Karte für einen Neubeginn. Na? Dass er im Kopf schon eine Basis hat mit dir, einen Neubeginn. Das Kind, wo man sagt, ja, da beginnt etwas Neues, da beginnt etwas Schönes mit euch beiden. Und da schauen wir natürlich jetzt auch nochmal gleich die dritte Karte an, dass wir mal ja, die Kopfebene schon mal miteinander vergleichen können. So. Okay. Oh, da haben wir es auch schon. Also, auch bei ihm im Kopf so ein bisschen der Zweifel. Also, was ist los bei euch? Ja, was geht hier ab? Na, beide schöne Hauptenergien an der Stelle. Du hast hier den richtigen Weg, ein bisschen die Zweifel drin liegen. Und hier so, ja, das Gefühl der Gefahr, dass das vielleicht mit diesem Mann nichts wird. Aber auch er hat hier die Zweifel oben drin, in Bezug auf diesen Neubeginn mit dir. Also hat er vielleicht den Eindruck, dass man ja hier vielleicht in diese Basis, dieses Fundament in einer Beziehung nicht so einfach erreichen kann? Habt ihr gewisse Themen, habt ihr gewisse ja, Hürden oder Schwierigkeiten miteinander? Gibt es da eine räumliche Trennung? Gibt es da noch jemanden anderen? Gibt es da vielleicht ein Thema, ein Reizthema bei euch beiden? Also irgendwie nehme ich hier schon so ein bisschen ja, die Zweifel bei beiden wahr. Also vielleicht denkt ihr auch zu viel. Na, das kann natürlich schon auch sein. Na, wir wissen ja alle, der kleine Denker im Kopf, der tut uns meistens nicht so gut. Von daher schauen wir jetzt mal bei dir weiter.
in der Herzebene, was wir da so Schönes sehen können. Ich bin gespannt. So, also auch bei dir in der Herzebene, ja, der Anker, da geht es natürlich schon um Halt, um Stabilität und auch um Festigkeit. Das ist ja auch wieder das, was wir da draußen schon gesehen haben. Also ich nehme dich als eine Person wahr, die sehr, sehr daran interessiert ist, dass in einer Beziehung eine Stabilität herrscht, eine Sicherheit herrscht, dass das der richtige Weg ist, sehe ich auch hier. Aber dir geht es schon sehr, sehr darum, dass du bei diesem Mann in der Sicherheit bist. Und wenn ich dann bei ihm hier diese Zweifel sehe, vielleicht ist ihm das auch gerade irgendwie alles zu viel. Vielleicht fehlt da bei euch so ein bisschen die Lockerheit. Aber wir wollen jetzt nochmal weiter schauen bei dir in der Herzebene. Kriegen wir denn da noch Schönes? So. Okay. Ja. Der Mond. Also normalerweise die Karte der Gedanken, aber wir sind ja jetzt hier in der Herzebene. Das sind auch so Ängste, Wünsche, Befürchtungen, ja, das legt sich auch aufs Bauchgefühl. Nehme ich jetzt hier die Routen gern mal mit rein, dass du auch in der Herzebene schon sagst, ich möchte Sicherheit, aber irgendwie hast du so das Gefühl, dass das alles kein Selbstläufer wird mit dem Mann. Hier gibt es irgendeine Hürde, eine Schwierigkeit. Ich denke mal, wir werden es noch sehen, was dich auch in der Herzebene so ein bisschen in die Unruhe reintreibt, ja. Der Mond ist ja auch, ja doch, vielleicht schon auch so ein bisschen die Unruhe, dass man sagt, so ganz öffnen kann sich dein Herz jetzt auch noch nicht, ne? Weil das Herz ist natürlich auch vorsichtig. Ne? Das sagt, ja, ich öffne mich erst, wenn ich weiß, dass ich meine Klarheit habe. Da ist er ja auch schon gefallen. Das heißt also hier sehr, sehr viel Bauchgefühl, sehr, sehr viel in dich reinschauen. Da geht es um Halt, um Stabilität, da geht es um Klarheit, um Fülle und um Wunscherfüllung. Aber auch bei dir in der Herzebene noch nicht so ganz klar. Also dein Herz ist noch nicht so ganz offen, ne, dass es sagt, ach, ich möchte mich jetzt öffnen und ich lasse alles an Liebe rein, was geht, sondern eben auch so ein bisschen die Unsicherheit, was man hier sieht bei dir, im Kopf und auch im Herzen. Und daher wird es ja jetzt spannend, was wir bei ihm in der Herzebene sehen. Was fühlt er denn überhaupt? Ja. Männer sind ja meistens so ein bisschen die Gefühlsklötze. Ne? Da geht einiges vor sich im Herzen. Aber man Mann, in Anführungsstrichen, hört da meistens nicht so gut drauf. Okay, ja, und da haben wir es jetzt schon. Also, die Mäuse sind da gefallen. Da geht es natürlich um Schwund, Verlust, Zerfall, Kummer, Sorge. Etwas nagt einfach an ihm. Und das ist, Klaus, diese beiden Karten sind hier schon bei dir dafür verantwortlich, dass du hier in die Unsicherheit geraten bist. Also Mann zweifelt im Kopf, Mann hat so ein bisschen Kummer in der Herzgegend, ja, vielleicht hat er auch so ein bisschen die Bindungsangst oder vielleicht, ja, kann er sich nicht so richtig öffnen. Die zweite Karte ist da auch gleich mitgefallen. Ja, da geht es um die Gefühle tatsächlich. Also die Fische, Gefühlskarte, alles ist im Fluss, Partnerschaften, ja, und da nagt es eben an ihm. So, wir sehen jetzt also hier, er will schon, du ja auch. Es schaut hier ganz stark nach Stabilität aus, aber hier ist auch sehr, sehr viel Zweifel dabei und das geht alles von ihm aus. Ne? Also hier der Zweifel drin, hier die Mäuse drin, ja, die machen ja auch manchmal was weniger. Vielleicht hat er gerade mit seinen Gefühlen zu tun, zu kämpfen, was das angeht. Vielleicht hat er auch mit sich selbst gerade etwas auszumachen, weil die Mäuse, wie gesagt, da geht es hier auch so ein bisschen um Kummer, um Sorge. Ne? Wenn er sich nicht Gedanken macht, das ist ja jetzt die Herzebene, aber auch schon so im Bauchgefühl irgendwie sagt, weiß nicht so recht und unklar ist er auch. Also was wir jetzt hier haben, das ist ja schon mal so eine bunte Mischung aus allem Möglichen. Ne? Also ihr habt alle beide eine sehr, sehr gute Energie. Wenn das jetzt ein persönliches Reading wäre und ich das sehe, dann würde ich da schon sagen, eure Energie ist wirklich gut miteinander. Aber du bist hier sehr, sehr in der Angst, in der Ungewissheit, im Zweifeln, weil er dir einfach dieses Gefühl vermittelt. Aber er hat ja tatsächlich auch gute Karten bei sich.
Also mit deinem Wunschpartner hier ist irgendwas los, wo man sagen kann, das hemmt ihn, das hält ihn zurück, da nagt was an ihm. Er kann sich hier nicht so richtig öffnen, wie er möchte. Da gibt es bei dem Mann noch ein Thema. Er ist sich hier sehr unklar über seine Gefühle. Also vielleicht kommt er auch aus einer Partnerschaft, ja, wo man sagt, das ist nicht so besonders schön gelaufen. Vielleicht kommt das jetzt auch alles zu schnell. Vielleicht braucht er seine Zeit, um auch mal mit sich klarzukommen. Also da muss man auf jeden Fall mal weiterschauen, wie jetzt da die Tendenzen für euch sind. Und da schauen wir natürlich erstmal bei dir rein. Was für Tendenzen sieht man denn da? Ja, weil die Spiegellegung ist ja nicht umsonst die meistgebuchte Legung bei mir, weil man da eben auch sehen kann, warum bist du denn in der Unsicherheit? Ja, warum bist du denn verschlossen? Warum will sich denn dein Herz nicht öffnen? Ja, und hier zum Beispiel sieht man es ganz gut, da ist er einfach überhaupt noch nicht so wirklich auf der Höhe, was diese Beziehung aktuell angeht. Na, deswegen schauen wir da jetzt in die Tendenzen. Ja, und auch weiterhin sehe ich es bei dir, ja, das Labyrinth. Da geht es natürlich auch um die Ziellosigkeit. Leider, es wird auch in der nächsten Zeit vielleicht noch nicht so ein wirkliches Ziel vor Augen geben, wo man sagt, okay, da will ich jetzt hin, da geht mein Weg lang oder unser Weg gemeinsam. Ja, daher schauen wir gleich nochmal die nächste Karte an. Mal da kommt. Also ja, die Karte hätte ich mir jetzt für die Tendenzen eher nicht gewünscht, aber wir schauen da mal rein, was man sonst noch sieht. Erinnert mich so ein bisschen an die Legung gestern. Was fühlt und denkt dein Wunschpartner? So, okay, da haben wir jetzt das Schiff bekommen. Ja, eine Reise, ein Ziel, Träume, Sehnsüchte, wo geht's denn hin? Ist interessant, weil das Schiff fährt jetzt hier eigentlich hier aus diesem Irrgarten heraus. Deswegen, ich bin sehr neugierig. Da mische ich jetzt gleich mal für dich die letzte Karte noch mit raus. Okay, also, das sieht man schon mal bei dir in den Tendenzen. Ja, da schaut es mir so aus, als würde schon in der nächsten Zeit noch diese Ziellosigkeit hier ein bisschen präsent sein. Aber die Reise, die scheint mir hier Richtung Leichtigkeit zu gehen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Na, wenn man sagt, ja, da geht es so ein bisschen um einen Umbruch, eine Wandlung hin zur Leichtigkeit, zumindest schon mal für dich, dass man sagt, du kommst hier auf jeden Fall aus diesem Labyrinth heraus. Na? Und jetzt, meine Lieben, jetzt wird's spannend. Na, da schauen wir mal. Jetzt bin ich ja natürlich im Weg. Ne? Was machen wir da? Ich mache mich mal kleiner. So, ich mache mich mal da hoch. Jetzt schauen wir mal auch bei ihm in die Tendenzen rein. Was sieht man denn da so Schönes? Okay. So, da ist schon mal die Sense gefallen. Und jetzt wird es natürlich spannend, meine Lieben, weil die Sense zeigt ja jetzt gleich mal irgendwo drauf. Also, ja, was kriegen wir jetzt für eine Karte? Die Menge tobt, die Spannung steigt. Seid ihr bereit? Aha, das schaut ja mal schön aus. Also, dieser Berg hier, das ist ja eigentlich das, warum du wahrscheinlich auch dieses Video schaust. Da zieht sich was, da tut sich nichts, da geht nichts voran. Ja, da bist du im Zweifel, da hast du ein komisches Gefühl. Er zerdenkt sich hier schöne Dinge. Er hat Kummer, Sorge in der Herzebene. Na? Aber in den Tendenzen sieht man schon, du kommst hier so ein bisschen aus dem Labyrinth langsam raus. Das Schiff ist eine langsame Karte. Störche auch der lange Weg. Also es braucht seine Zeit. Aber da geht es jetzt hin zur Leichtigkeit, zum Umbruch, zur Wandlung. Und hier, ja, auch hier sieht man schön, dass diese Hürden, diese Blockaden, ja, dass da die Spitze der Sense drauf zeigt. Das heißt also, diese Blockaden, diese Hürden, die er gerade fühlt, vorbeigehen werden. Na, da bin ich aber mal gespannt. Also, die letzte Karte. Jetzt habe ich sie bald einmal umgedreht, alle. Okay. So. Ja, das ist ja so eine Karte, der Sarg, wo viele sagen, oh, der Sarg, oh je, oh je. Aber ich sag's euch, wie es ist.
Der Sarg, das ist eine Karte für eine Transformation. Das heißt, es darf etwas Altes zu Ende gehen und etwas Neues darf entstehen. Na, also da ist es ja immer so, irgendwas geht zu Ende und wenn irgendwas zu Ende geht, dann darf hier auch wieder was Neues anfangen. Na, von daher schaut das schon mal hier sehr, sehr gut aus in diesem Deck, meine Lieben. Hat sich das Blatt ja dann doch noch gewendet, na, wo man sagen kann, ja, so weird das jetzt hier auch ist in diesem Orakel, haben wir doch ganz gute Tendenzen drin. Ich denke mal, die Ursache von allem ist diese Karte hier, die Mäuse. Na? Da hat er irgendwie Kummer und Sorge. Vielleicht kann er sich noch nicht so richtig öffnen. Da ist so ein bisschen die Unklarheit in Bezug auf seine Gefühle. Vielleicht hast du ja da einen Mann, der auch erst in eine Beziehung geht, wenn er sagt, okay, ich bin mir jetzt mit meinen Gefühlen im Klaren. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo es hingeht. Jetzt sind die Blockaden verschwunden und die Transformation, die darf jetzt beginnen. Und du kommst hier aus diesem Irrgarten raus. Ne? Man sieht es ja hier, ein bisschen Gefahr, Zweifel, komisches Gefühl, dass das verschwindet und ihr beide einen schönen Weg miteinander habt. Also, ja, wenn du das jetzt bei mir gebucht hättest, würde ich dir definitiv sagen, warte mal ab, der Mann, der kommt schon noch klar, der kommt schon noch zurecht, der ist gerade im Kopf am Zweifeln, weil er mit seinen Gefühlen noch nicht so richtig ja, auf der Höhe ist. Und von daher schaut es da ja mal sehr, sehr schön aus, meine Lieben. Also kann man lassen, na, an der Stelle, was man auch lassen kann, wenn es dir gefallen hat, dann zeig es mir natürlich sehr, sehr gerne mit einem Daumen drauf. Die Single-Legung mache ich vielleicht heute Abend nochmal oder morgen. Dann kommt die Single-Legung. Habt ihr euch ja gewünscht, dass ich das auch mal wieder mache. Und ja, mit diesem Deck entlasse ich euch jetzt in diesen heißen Tag, meine Lieben. Genießt den Tag, bleibt gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Servus!